Hallo, hier ist wieder Heike. Heute werden wir uns mit den Beinen beschäftigen. Innenseite, Außenseite und ein bisschen den Po. Wir sitzen eh viel zu viel zu Hause auf der Couch und auf dem Stuhl. Also beginnen wir. Wir fangen mit der Innenseite an. Wir stützen uns bitte auf den Unterarm. Bein im rechten Winkel. Das hintere Bein, bei mir ist es jetzt hier bitte das rechte Bein, wird aufgestellt. Das linke Bein ist vorne. Achte darauf, dass die Fußspitze immer nach vorne schaut. Und wir ziehen das Bein hier nach oben. Lang hoch und zieht. Ihr müsst keine Schuhe anhaben, ihr könnt das gerne strümpfig machen. Ist das Bein nicht ganz so schwer. Und zieht, kommt, noch fünf, noch viermal, drei, Achtung, zwei, eins. Wir gehen auf zwei Stufen hoch, nicht ablegen, hoch, hoch und tief und zieht, zieht, tief, tief und hoch, hoch, tief, tief. Es fängt langsam an zu brennen und da müssen wir durch, kommt und zieht, zieht, tief. Und tief, noch viermal. Jawohl, sehr schön. Noch dreimal. Noch zweimal. Ein letztes Mal, doppelt nach oben. Tief und tief auf drei nach oben. Eins, zwei, drei. Tief, zwei, drei. Und hoch. Zwei, drei. Tief, zwei, drei. Und hoch. Zwei, drei. Und tief. Zwei, drei und letztes Mal, zieht nach oben, tief, zwei, drei und haltet, haltet das Bein. Vier, drei, zwei, eins, langsam ablegen. Das Bein ranholen, nach oben aufsitzen. Setzt euch in die Grätsche, soweit ihr könnt, nicht zu weit. Nehmt die Arme nach oben, die Schulter tief setzen und mit geradem Rücken etwas nach vorne gehen. Soweit ihr könnt, Spannung in den Beinen spüren. Auch wenn es weh tut, immer ein bisschen lächeln dabei, ist alles halb so wild. Und kommt wieder langsam nach oben. Arme lösen, Beine zusammen ranholen, ein wenig auslockern. Und schon fangen wir mit der anderen Seite an. Wieder auf die Seite legen, auf den Unterarmstütz achten, nicht einsinken. Das Bein ist gerade, hintere Bein ist aufgestellt und wir ziehen nach oben. Jawohl, sehr schön. Und zieht, zieht, zieht. Schön gerade auf den Fuß achten, er sollte nach vorne schauen, nicht nach oben, sonst kriegen wir Oberseite vom Oberschenkel. Noch vier, drei, zwei und eins und wieder doppelt. Hoch, hoch. Tief und zieht, hoch. Das eine Bein fällt einem leichter wie das andere, das ist vollkommen normal. Wir haben ein Standbein, ein Schwungbein und unterschiedlich Kraft da drinnen. Jawohl, sehr schön. Und zieht, zieht, tief, tief. Noch viermal. Noch drei. Noch zweimal. Ein letztes Mal doppelt. Tief und tief und die drei, hoch, zwei, drei, tief, zwei, drei, hoch, zwei, drei, tief, zwei, drei und hoch, zwei, drei, tief, zwei, drei, letztes Mal, zieht nach oben, tief, zwei, drei, haltet, vier, drei, zwei, eins, ablegen, prima gemacht. Bein wieder ranholen, in die Grätsche setzen, Arme nach oben, Schulter tief und versucht mit geradem Rücken nach vorne die Dehnung spüren. Haltet, haltet. Noch vier, drei, zwei und eins. Nach oben kommen, Arme lösen, Beine zusammen, Beine aufstellen und auslockern. Wir legen uns wieder auf die Seite, diesmal bitte ganz runterlegen, den Arm lang, beide Beine im rechten Winkel, das heißt Oberschenkel zum Bauch haben wir einen rechten Winkel
und den Unterschenkel zum Oberschenkel. Die freie Hand ist hier vorne. Achtet bitte auf eure Hüfte, die sollte eher nach vorne neigen, bitte nicht nach hinten. Wir heben das gewinkelte Bein nach oben. Achtet bitte darauf, das Knie sollte nach vorne schauen. Bitte nicht die Hüfte aufmachen und zieht hoch, hoch, hoch. Sehr schön. Durchhalten noch 5, 4, 3, 2, noch einen. Und wir kicken nach vorne. Kick. Bitte hier darauf achten, dass ihr aus dem Oberschenkel arbeitet. Bitte nicht aus dem Knie, wir spielen keinen Fußball. Schön pressen nach vorne, zieht. Vor. Vor. Noch 5. Noch 4-mal. 3, 2 und 1. Und den Winkel lassen und wir ziehen das Bein nach vorne zur Brust. Ranholen. Ranholen. Das fängt schon langsam an zu kneifen. Das stört uns nicht, wir ignorieren es einfach. Wir machen weiter und zieht nach vorne. Kommt. Noch 5, 4, 3, 2 und 1. Und das Ganze von vorne wieder gewinkelt nach oben. Es sind ein paar weniger, aber wir halten durch. Kommt. Zieht hoch. Und hoch. Klasse macht ihr das. Kommt. Noch 4, 3, 2 und 1. Kick nach vorne. Kick. 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 Jawohl. Durchhalten. Noch 4, 3, 2, 1. Vor zur Brust. Zieht. 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 Sehr schön. Und die letzten 4, 3, 2 und 1. Nach vorne ziehen, ablegen. Mit der Hand ein bisschen klopfen, reiben, den Schmerz verteilen, dann ist es nicht ganz so schlimm. Wir dehnen bitte dieses Bein aus, bei mir war es das linke Bein. Wir legen uns dazu auf den Rücken, stellen den linken Fuß ans rechte Knie, strecken das Bein nach oben aus, greifen um das gestreckte Bein, zieht das Bein ran und drückt mit dem linken Ellbogen etwas gegen das Bein. Ihr bekommt Zug in der Seite, im Oberschenkel außen, haltet, noch 4, 3, 2 und 1. Bein beugen und noch ein Stück ranziehen, haltet, 4, 3, 2 und 1. Langsam lösen, die Beine aufstellen, kurz auslockern. Sehr schön, über die Seite nach oben kommen. Und wir legen uns auf die andere Seite und da beginnt das Spiel von vorne. Wir freuen uns drauf, immer dran denken, zum Glück, wir haben nur 2 Beine. Und los geht's, hoch, gewinkelt, sehr schön. Und hoch, hoch, hoch. Klasse, kommt hier. Noch 5, 4, 3, 2 und 1. Und wieder den Kick nach vorne. Kick, 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 kick. Aufs Knie achten. Schön aus der Muskulatur heraus arbeiten. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Wieder gewinkelt nach vorne zur Brust ziehen. Nicht nach hinten ausstrecken, der Winkel bleibt immer gleich im Knie und zieht, zieht. Klasse. Auch hier dran denken, es gibt immer eine Schokoladenseite. Da macht es nicht so viel aus. Kommt, noch 2 und 1. Und von vorne wieder gewinkelt nach oben. Zieht hoch, hoch, hoch. Hoch. Wir haben noch 4, 3, 2, 1. Kick nach vorne. Kick, kick, kick. Prima, gleich geschafft.
Durchhalten. Hier noch 4, 3, 2, 1. Die letzten nach vorne gewinkelt. Zieh dran. Zur Brust. Sehr schön. Und die letzten 4, 3, 2. Und den letzten zieht vor und wieder ablegen. Ein bisschen klopfen, ein bisschen reiben. Prima gemacht. Sehr schön. Und auch hier legen wir uns auf den Rücken. Den rechten Fuß aufs linke Knie. Durchgreifen, halten. Zieht das Bein an den Körper ran, mit dem Ellbogen etwas gegen das rechte Knie drücken. Haltet. 4, 3, 2 und 1. Bein beugen und nochmal ein Stück ranholen. Haltet. 4, 3, 2 und 1. Langsam lösen. Beine aufstellen, auslockern. Über die Seite nach oben kommen. Und das habt ihr prima gemacht. Danke euch.